Und zwar wollte ich anfangen, mich selbst zu daten. Ich wurde fündig. Hallo Leute und willkommen zu diesem Vlog. Nicht wundern, zwischen dem letzten Clip und jetzt war ich schon beim Sport, bin wieder zurückgekommen. You know the deal. Heute ist Freitag, es ist Wochenende und ich habe mir was Besonderes vorgenommen für dieses Wochenende. Vor allem, weil ich auch gerade sehr viel Stress habe. In meinem letzten Video habe ich, glaube ich, noch gesagt, dass ich auf Wohnungssuche bin und ich wurde fündig. Ich habe eine Wohnung gefunden, Leute. Und jetzt steht die Umzugsplanung an. Von Berlin nach, I won't tell yet. Aber es ist ein weiter Weg, Leute. Es ist ein sehr weiter Weg. Es ist sehr anstrengend, aber ich krieg's irgendwie hin. I guess. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, weil ich so viel Stress habe und weil Wochenende ist und weil ich jetzt ziemlich auf den Tag genau 4 Monate Single bin, wollte ich was Besonderes machen. Und zwar wollte ich anfangen, mich selbst zu daten. Ich finde, das ist immer eine fantastische Sache. Und ich habe in letzter Zeit sehr viel nachgedacht über Sachen wie Beziehungen, Beziehungsmuster, was ich überhaupt will. Ich muss mich mal kurz ins Bettchen setzen. Und dabei ist mir bewusst geworden, dass ich, glaube ich, gar nicht gerade eine Beziehung brauche, sondern vielmehr lernen möchte, mir das, was ich an einer Beziehung schätze, selber zu geben. So, ich glaube, wir kennen alle das Konzept, erst glücklich mit sich selbst zu sein, beziehungsweise was heißt erst? Also, ich habe auch lange darüber nachgedacht und ich habe das Gefühl, dass so eine Beziehung führen oder eine monogame, gesunde, hetero Beziehung zu führen, dass das immer so als das ultimative Ziel angesehen wird und als ob das immer so das Goal wäre, eine Beziehung zu finden. Aber Leute, ich glaube, ich bin gerade in einer Phase, wo ich gar keine Beziehung finden möchte. Ich meine, ich bin immer noch jung, ich ziehe jetzt in meine Single-Wohnung und merke, dass gerade eine Phase in meinem Leben ist, wo mir Freundschaften halt unfassbar wichtig sind. Und ich glaube, ich möchte das auch so beibehalten erstmal. Oh, es ist eigentlich viel zu heiß, um meine Haare offen zu haben. Auf jeden Fall möchte ich mir dieses Wochenende ein Date-Wochenende machen und ich habe ein kleines Programm. Okay, wir haben jetzt 17 Uhr. Ich mache mir jetzt eine Tiefkühlpizza in den Ofen. Ja, heute ist so ein bisschen Chill-Abend. Ich mache mir jetzt eine Tiefkühlpizza in den Ofen und werde Trash-TV gucken und mir vielleicht noch einen kleinen Drink in einem Weinglas machen oder sowas. Aber auf so cozy, auf dem Sofa. Und heute Abend gehe ich ins Kino. Ja, alleine. Alleine nehme ich mich ins Kino und ich freue mich unfassbar drauf, ja. Ich hatte übel den Struggle mit den Online-Tickets, weil es nicht richtig geschickt worden ist, aber ich habe jetzt den Zugang und ich gehe mir heute Abend It Ends With Us angucken, weil ich möchte den Film die ganze Zeit schon gucken und ich hatte so Schiss, dass ich irgendwie gar niemanden finde, mit dem ich gehen kann. Und deswegen gehe ich jetzt selber einfach in das Kino und ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen gemütlicher anziehen und mich dann aufs Sofa hocken mit meiner Pizza und ein bisschen Cozy Date mit mir selber machen. Boah, ich bin so voll gefressen. Diese Pizza war riesig. Also wirklich riesig. Ich musste am Ende echt kämpfen. Aber es tat so gut. Vor allem, weil ich weiß, dass ich heute nichts mehr vorhabe außer Kino. Und da darf ich ja voll gefressen rumsitzen, wenn ich möchte. Deswegen sehr entspannt hier gerade, der Vibe. So, ich habe mich gerade ready gemacht fürs Kino. Es ist wirklich viel zu warm. Ich sterbe gerade ein bisschen, aber ich freue mich auch echt auf den Film, weil ich echt lange jetzt schon auf diesen Film warte. Wo sind 6 Minuten los? Let's go! Ich bin gerade aus dem Kino zurückgekommen. Ich muss sagen, der Film war schon echt heavy. Also ich meine, ich habe das Buch gelesen, ich weiß, worum es ging. Aber irgendwie ist es dann nochmal was anderes, das so live in Farbe und in Bewegung zu sehen, finde ich, als es zu lesen.
Ich sterbe. Genau, also es war schon heavy. Ich habe auch echt immer mal wieder Tränchen geweint. Blake Lively war halt Blake Lively und hat sich tausendmal auf die Lippe gebissen. Mir ist aufgefallen, die hatte auch die gleiche Haarfarbe, wie ich hatte. Und die gleiche Haarstruktur. Das hat mich irgendwie glücklich gemacht. Auf jeden Fall super random, als dann die Credits liefen. Der Film war gerade vorbei, die Credits liefen und auf einmal geht irgendein Alarm an. Ich habe auch eine kurze Memo aufgenommen davon. Bitte keine Aufzüge benutzen. Geht hier ab. Ja, auf jeden Fall war da irgendwas von wegen technische Schwierigkeiten und alle sollten auf kürzestem Weg das Gebäude verlassen. Ich habe keine Ahnung, was los war. Es waren schon alle so, okay, wir gehen jetzt raus, aber es war jetzt nicht so eine krasse Panik. Also, ja, wir sind schon alle irgendwie safe rausgegangen und dann war auch gut. Und jetzt bin ich ein bisschen kaputt. Ich bin eh die letzten Tage ja die ganze Zeit mit so Kopfschmerzen und sowas am Kämpfen wegen dem Wetter. Aber ich gucke jetzt noch Are You The One zu Ende. Ich habe vorhin noch nicht ganz beendet. Hab mies Durst. Ich habe mies Durst. Achso, noch ganz kurz zu der Experience, wie es ist, alleine im Kino zu sein. Ich fand es überhaupt nicht schlimm. Also wirklich gar nicht. Ich weiß nicht, ich habe halt so die anderen Leute beobachtet, bisschen geguckt, habe halt dann den Film geschaut. Ich finde immer so, während dem Film schauen, man redet ja eh nicht zusammen und sowas. Ich finde auch, Kino ist so eins der schlechtesten ersten Dates und eins der schlechtesten Dates generell, weil you don't even talk with each other. So, ja, man kann danach über den Film reden, aber wie oft geht man auch einfach nach dem Kino direkt nach Hause so? I don't know. Deswegen can't recommend als Date zu zweit. Aber alleine fand ich sehr, sehr nice. Den Film geguckt. Ich habe mir am Kiosk für 1,50 Euro Wasser gekauft und habe komplett gespart, weil ich habe mir nichts gekauft im Kino. War eine schöne Experience, hat mir Spaß gemacht. Gerne öfter. Also das ist wirklich eine Sache, die kann ich sehr gut alleine machen. Lieben. Ich habe mich gerade fertig gemacht. Ich habe auch alle Balkone gegossen. Ich habe nämlich gerade 3 Nachbarn, deren Balkone ich gerade gieße, weil die im Urlaub sind. Hier haben wir auch 2 Balkone, also habe ich hier gerade mal so eine kleine Tour gemacht. Ich habe meine Skincare gemacht und ich muss gleich los oder ich gehe gleich los zum Yoga. Ich habe nämlich jetzt samstags mir immer so Morning-Yoga-Classes gebucht und ich freue mich sehr darauf. Ich muss mir nur noch irgendwas drüber ziehen, was nicht zu warm ist, weil diese Jacke ist. Es wird 27 Grad heute schon wieder so. I didn't know. Okay. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt so der Plan. Und nach dem Yoga treffe ich mich nämlich mit einer Freundin und wir bringen Umzugskartons zu mir, weil es wird ernst, Leute. Ich muss jetzt meine Wohnung mal langsam packen. Es darf mal langsam packen. Und ja, ich muss die Katze noch füttern. Okay, Leute, ich ziehe mich um, ich gehe zum Yoga. See ya. Hello. Es ist schon wieder so unfassbar heiß. Und ich habe richtig viele Sachen erledigt heute. Ich habe jetzt Umzugskartons. Ich weiß nicht, ob die reichen werden, to be honest, oder nicht. Ich habe schon viele Sachen. Aber ich denke, ich werde auch ein paar Sachen noch aussortieren, vor allem ein paar Bücher. Hatte einen süßen Brunch mit Sunny. Wir haben noch gerade so eine IKEA-Küche zusammen geplant, weil sie da echt Erfahrung mit hat, mit diesem IKEA-Küchenplaner. So schaut das Ganze jetzt ungefähr aus. Mal gucken, ob ich mir eine teure Küche holen werde oder nicht. Aber theoretisch werde ich die dann ja auch immer mitnehmen können oder wieder verkaufen können oder. Die Wohnung, in die ich ziehe, ich bin mir halt nicht zu 100% sicher, wie lange ich da bleiben werde. Ist man sich nie. Ich weiß auch nicht, ab wie vielen Jahren es sich jetzt lohnen würde, da all in zu gehen. Die Entscheidung ein bisschen schwierig, aber vielleicht sollte ich die Wohnung erstmal sehen. Ich habe die Wohnung nämlich noch nicht gesehen, nur Fotos. Und vielleicht, wenn ich drin bin, merke ich, boah, ich fühle mich hier übel wohl oder fühle mich übel unwohl und dann macht es ja auch keinen Sinn, sich da viel teure Sachen zu kaufen. Auf jeden Fall habe ich schon einige Sachen jetzt erledigt. Ich denke, ich werde gleich auch mal ein bisschen anfangen zu packen, I guess. Und heute Abend würde ich eigentlich ganz gerne mir mal wieder was Schönes kochen. So fancy Dinner-mäßig. Ich meine, ich bin immer noch ultra satt jetzt vom Brunchen. Ich habe gerade eh so wenig Appetit wegen dem ganzen Stress und sowas. Aber ich würde gerne später mir was Schönes selbst kochen, weil ich das selten mache. Also so kochen mache ich oft, aber dass ich wirklich sage so, ey, ich mache heute das und das und ich gönne mir heute, ja. Und ich nehme mir die Zeit. Ich weiß aber auch noch nicht, was ich kochen möchte. Das werde ich alles später entscheiden. Ich muss eigentlich heute auch noch mein Video schneiden, meinen Rohschnitt machen. Deswegen eins nach dem anderen. Aber es ist auch einfach so hot. Ich habe überlegt, vielleicht jetzt gleich erstmal mein Buch zu Ende zu lesen. Ich lese gerade This Summer's Secret. Und Leute, ich weiß nicht, ich bin kein Fan von dem Buch. Ich bin kein Fan. Es ist so... Erstens, es war mies predictable.
Ich habe nur noch ein paar Seiten übrig. Es war super predictable. Zweitens, die Erzählperspektive und die Zeiten springen mir irgendwie zu viel. Man muss sich so viele Namen merken. Es ist irgendwie so ein bisschen holprig zu lesen auf jeden Fall. Aber der Vibe ist ganz cool. Da ist so ein Haus und Meer und Pool. Also es ist so schon sehr Summer-Vibe, aber ich wusste auch gar nicht richtig, ist das jetzt ein Mystery, ist das ein Thriller, ist es ein Romance-Buch, man weiß es nicht. Ja, das sind jetzt so die Sachen. Lesen, Videos schneiden, potenziell packen und später ein Fancy-Dinner für mich kochen, cause I am worth it. Yoga war auch sehr, sehr schön, auch sehr, sehr anstrengend. Ich habe geschwitzt wie, ich habe wirklich, mein ganzer Körper hat geschwitzt. Mein gesamter Körper, mein gesamtes Gesicht war unter Wasser. Es war echt krass, aber es tat auch wie immer richtig gut. Ich liebe Yoga. Ich liebe, liebe, liebe Yoga. Kleines Zwischenupdate, wie weit ich mit dem Packen gekommen bin. Ich habe jetzt schon 8 Kartons gepackt. Mili habe ich auch schon gepackt. Die kommt auch mit. Dieses Regal ist almost empty. Das hier ist so gut wie leer, außer Klamotten und halt so Weichteile. Ja, meine Klamotten. Und der Barbie. Dort habe ich auch schon ein bisschen was sortiert. Es ist immer noch ein long way to go. Ich darf auch nicht geizig sein mit den Kartons. Ich glaube, ich muss mir einfach nochmal welche besorgen, to be honest. Weil ich habe jetzt hier 8. Und da glaube ich nochmal 5. Und ich habe halt ja nicht nur mein Zimmer einzupacken, sondern auch noch was aus dem Flur, Küche, Wohnzimmer. Ich habe noch die ganze nächste Woche Zeit und dann muss ich halt noch die Möbel abbauen. Aber das wird schon alles. Ich bin nur ein bisschen fertig gerade. Das Wetter macht mich auch sehr fertig. Ich habe jetzt gerade noch am Video geschnitten. Es gibt einfach Videos, die ich hasse zu schneiden. Es gibt Videos von mir, da macht mir das Schneiden Spaß, da mag ich das Video. Und dann gibt es so Videos, die ich richtig, richtig scheiße finde. Und ich habe das Gefühl, dass ich dieses Video auch richtig scheiße finden werde. Welches ich gerade aufnehme und das, was ich gerade schneide, finde ich auch richtig scheiße. Aber es ist einfach so mein Personal. Ich weiß nicht, ich bin halt super hart mit mir selber. Dann fuck ich mich ab, dass ich die ganze Zeit ungeschminkt bin. So wie jetzt gerade auch. Auf jeden Fall habe ich gerade ein bisschen geschnitten. Ich habe noch so ein bisschen mehr als eine halbe Stunde Rohmaterial offen. Material. Aber ich werde jetzt kurz zum Rewe gehen. Kleiner abendlicher Spaziergang. Plus ich werde mir veganen Thunfisch und Zitrone kaufen, um dann Thunfisch, Zitronenpasta zu machen. Ich glaube, alles andere habe ich. Knoblauch, Olivenöl. Oh, mashallah, wird das lecker. Oh, da habe ich richtig Bock drauf, weil heute ist Date Night mit mir selber. Mit schönem Dinner. Vielleicht gucke ich auch einen süßen Film oder so. Mal gucken. Ich habe übrigens so ein Pimpelpatch drauf und es nervt mich, weil immer eine Ecke so umklappt und dann ist das so richtig. Naja, ich gehe jetzt zum Rewe und einkaufen. Ich bin komplett voll gefuttert und das ist der perfekte Zeitpunkt, um jetzt dieses Buch zu beenden, endlich. Ich mache es mir jetzt hier auf dem Sofa gemütlich und lese.
habe mir vorhin einen Timer gestellt für eine Stunde, um meinen Haushaltskram zu machen. Ich habe auch fast alles geschafft. Ich muss nur noch mein Bett beziehen, Badezimmer, kurz alles. Und dann habe ich mich gerade an meinen Laptop gesetzt, um so ein bisschen Steuerkram zu machen. Und Leute, ich sitze hier eine Dreiviertelstunde, so viele Sachen ein. Und dann ist Internet ausfall und es ist nichts gespeichert. Das heißt, ich hocke mich jetzt nochmal dran, gebe nochmal die ganzen Sachen ein. Es ist auch so toll, dass gerade Steuerfrist, Umzug, alles auf einmal kommt, wirklich. Slay, slay, slay. Hallo. Ich habe mich gerade fertig gemacht, weil ich irgendwie Lust hatte, heute nochmal hübsch auszusehen. Keine Ahnung. Ich habe tatsächlich sehr viel noch gepackt. Also ich habe hier gerade einen sehr busy Tag hinter mir. Ich habe gepackt, ich habe Video geschnitten, ich habe, ja, ich glaube, das war es auch schon, meinen ganzen Sunday Reset gemacht. Also heute ist wirklich busy, busy day. Ich fahre jetzt gleich sogar noch zum Sport. Es ist schon wieder so, es ist einfach busy zurzeit. Es ist einfach busy. Ich will jetzt halt auch meine letzten Credits beim Sport nicht einfach verfallen lassen, weil ich jetzt halt nur noch diese und nächste Woche hier bin. Oh mein Gott, Leute, ich freue mich so sehr darauf, umzuziehen, ne? Also der Umzug selbst stresst mich extrem gerade. Also dieses ganze Packen und jetzt reichen die Umzugskartons nicht und ich muss nochmal Umzugskartons besorgen. Und das kann ich eigentlich nicht ohne Auto machen. Aber dafür hat man ja auch eigentlich Freunde, um auch mal nach einem Gefallen zu fragen. Das muss ich vielleicht nochmal machen. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass das auch alles irgendwie klappen wird. Noch habe ich auch voll viel Zeit. Also ich muss es kurz mal für mein Gewissen durchgehen. Wir haben heute den 18. Ich ziehe am 31. um. Das sind 13 Tage noch. Nächste Woche habe ich komplett Zeit zum Packen und Möbel abbauen. Ich bin die ganze nächste Woche da. Dann bin ich nur vom 26. bis zum 28. kurz in NRW, um meine Schlüsselübergabe zu machen und sowas. Und dann bin ich 29. und 30. auch noch hier und kann noch alles fertig machen am 30., was ich noch nicht fertig gemacht habe. Von daher, ich glaube, wirklich, Leute, ich muss heute wirklich einfach mal komplett abschalten jetzt. Ich gehe jetzt zum Sport, ich mache das jetzt. Ich lasse es jetzt nicht ausfallen, weil ich denke, oh, ich kann jetzt hier noch was machen. Nein, ich habe genug Zeit noch. Ich habe sogar genug Zeit noch, am 30., einen Tag vorm Umzug, noch Kartons kaufen zu gehen und dann noch zu packen und alles abzubauen und you know the deal. Genau, deswegen gehe ich jetzt zum Sport, mache ganz entspannt. Ja. Oh, Leute, so unnötig. Ich war jetzt einfach los. Hab dann geguckt und gesehen, dass der Kurs irgendwie schon um 18.15 Uhr anfängt statt 18.30 Uhr. Plus der Bus hatte noch Verspätung. Das heißt, ich wäre sowas von viel zu spät gekommen. Deswegen bin ich wieder nach Hause. Meine Trainerin hat mir dann geschrieben, dass der Kurs doch um 18.30 Uhr angefangen hätte. Aber selbst den hätte ich verpasst, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wegen dem scheiß Bus, der einfach nicht gekommen ist. Jetzt ist mir auf jeden Fall wieder fucking warm. Ich hab Hunger, aber mir geht's auch irgendwie echt kacke. Also ich muss heute echt, glaube ich, nochmal versuchen, mein Stresslevel runterzubringen. Because ich muss heute nichts mehr machen. Ich habe schon so viel gepackt und ich habe so viel Zeit noch. Ich glaube, ich mache mir jetzt einen Tee. Ich mache mir ein Räucherstäbchen an. Ich gucke irgendwas. Oder ich mache mein YouTube-Video fertig. Das muss ich heute nämlich auch noch machen. Aber ja, Tee und Räucherstäbchen klingt erstmal gut. So ein bisschen runterkommen. Ja, genau. Und dann kann ich auch immer noch ihn um Hilfe bitten. Und das ist so krass, weil ich weiß halt auch wirklich, dass er das nicht machen wird. Ja. Ja, ist erstmal besser so. Bin auch gespannt. Ich brauche Updates. Ich liebe dieses Umzugsambiente. Ich habe gerade noch mit einer Freundin telefoniert und mein YouTube-Video für morgen fertig gemacht. Bin so stolz auf mich, dass ich es nicht geskippt habe, sondern fertig gemacht habe. Jetzt bin ich bereit, ins Bettchen zu gehen. Ich habe übrigens gestern dieses Buch zu Ende gelesen, ja. 2 Sterne. Ich wusste wirklich nicht, was das für ein Genre sein soll. Ich fand es halt null spannend. Also wirklich null. Es war alles predictable. Jeder einzelne Plot-Twist für mich war predictable. Also wirklich... auch das Ende, alles war einfach predictable. Alles. Ja, das war es einfach nicht so. Das Ambiente war ganz cool in dem Buch, aber sonst, I'm sorry, keine Empfehlung. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass ich mich nach diesem Wochenende wirklich sehr verbunden mit mir selbst fühle. Also ich habe ja sehr viel Zeit mit mir verbracht und wirklich auch aktiv was dafür getan, dass ich mich gut fühle. Und es ist schon nice. Das ist schon wirklich nice. Und ich appreciate das gerade voll, dass ich so Effort reinstecke, mich selbst zu daten. You know what I mean? Ja, das ist schon wirklich schön. Ich will das auch wirklich weiterhin so aufrechterhalten, dass ich mich selber einfach
priorisiere. Ich weiß nur jetzt wieder, warum ich bei den Lebensmitteln immer zu dem gleichen Stuff sticke. Ich habe nämlich Bauchies und zwar ganz dolle. Echt, ich habe echt so Unverträglichkeiten, glaube ich. Und ich kacke dann immer so ab. Deswegen ab morgen wieder mein normales Essen. Nee, ich esse ja wirklich sonst immer wirklich jeden Tag das Gleiche. Und es tut mir auch einfach besser, so körperlich. Weil jetzt gerade fühle ich mich so, wisst ihr, so mein Bauch. I don't like. Ich stehe morgen wieder um 6 auf. Gehe ins Gym. Deswegen verabschiede ich mich jetzt mal, weil wir haben schon 22 o'clock und ich möchte noch ein bisschen lesen. Ich habe jetzt angefangen, Kiss the Sky zu lesen, weil ich alle meine Bücher schon weggepackt habe und ich jetzt nur noch auf dem Kindle lesen möchte, weil das einfach eh praktischer ist, wenn ich jetzt so viel unterwegs bin und umziehe. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich umziehe und wirklich merke, A, ich freue mich übertrieben drauf und B, ist es wirklich die richtige Entscheidung. Und es ist absurd, weil eigentlich fühle ich die Entscheidung noch gar nicht. So rational weiß ich, dass ich eine Wohnung habe. Rational weiß ich, dass der Umzugstermin steht und dass ich umziehen werde. Ich habe gepackte Kartons. Aber emotional, ich glaube, es liegt daran, dass ich mich eh nicht mehr zu Hause hier fühle. Schon seit einer Weile. Und ich einfach dann nicht ein Problem habe, von hier wegzugehen. Ich gehe halt einfach. Und ich bin hier eh nicht zu Hause. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist so emotional gar nicht schlimm. Es ist einfach so, ich glaube, wenn ich dann da bin, dann wird es schon nochmal wild sein. Und dann wird es nochmal so sein, so, okay, ich bin jetzt wirklich hier. Ich werde jetzt wirklich nicht morgen ins Büro fahren und ich werde wirklich nicht ins Paul-Studio und so. Und es wird auch nochmal traurig für mich, auf jeden Fall. Aber ja, vielleicht werde ich mich auch irgendwann fragen, oh mein Gott, Clara, warum hast du diese Entscheidung getroffen, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube nämlich, das ist wirklich die richtige Entscheidung. Man kann immer im Was-wäre-wenn leben, aber auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt. Danke, dass ihr zugeschaut habt bei meinem Weekend-Vlog. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst gerne einen Kommentar da. Wir sehen uns im nächsten Video, meine Lieben. Macht's gut. Warte, ich muss den anderen Finger vormachen, weil der eine Nagel abgebrochen ist. Bye. Tschüssi. Kowski.